Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Und zwar, ich weiß nun, was das Problem ist. Wir müssten uns eigentlich gar nicht so einen Stress machen mit dem Gift. Denn wir haben das Bettchen nach hinten geschoben und damit ist der Rettungskasten nicht mehr so hoch. Wir kommen nun dran. Und was wir vorfinden ist... Das Schild gibt an, dass diese Flasche ein chemisches Reaktionsmittel enthält. Um das Wahre vom Falschen zu trennen. Okay. Was soll das bedeuten? Und dann nehmen wir uns das hier noch mit. Vier Röhrchen mit Flüssigkeit. Hier unten steht, welches? Das hier trennen wir erstmal drinnen. Wir haben dann vier einzelne Fläschchen. Und das kombinieren wir mit dem hier, um das Richtige vom Falschen zu erkennen. Kombinieren es nochmal. Weißes, farblos, farblos, schwarz. Dann nehmen wir das Schwarze und halten es auf uns. Und? Ich fühle mich besser. Yeah! Ich weiß noch nicht, ob man sich darüber freuen soll, dass man bei ihm überlebt. Jetzt haben wir zumindest diesen Stress nicht mehr, dass wir jeden Moment abnippeln, sondern wir können in Ruhe den Parcours überstehen, hoffe ich, denke ich, meine ich. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie sieht der... Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie der abläuft, der Parcours und was wir machen müssen. Das habe ich jetzt gelassen. Aber das werden wir ja jetzt herausfinden, denke ich mal. Aus diesem Schrank kommt ein elektrisches Summen. Okay, kannst du es anfassen? Ja, aber das ist doch dann der Kasten von dort hinten, ne? Oder nicht? Die müssen wir doch dann deaktivieren können. Dieser Sicherungskasten könnte mit einem elektrischen Schrank in einem anderen Raum verbunden sein. So intelligent. Was machen wir denn damit? Kriegen wir den auf? Keine gute Idee. Wir haben ja nicht so viel. Huch! Was? Lösch ihn! Hat sie ihn jetzt kaputt gemacht? Anscheinend. Scheint er jetzt kaputt zu sein? Können wir ihn anfassen? Mal testen. Noch Strom drauf? Ja. Es ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Und wir haben natürlich nichts dabei, außer man könnte ja eigentlich mit dem Handy reinleuchten, aber ich denke nicht, dass das geht. Was haben wir denn noch alles? Jetzt haben wir ja keinen Stress mehr, jetzt können wir uns ja mal umgucken. Nehmen Sie das elektronische Halsband ab und öffnen Sie die richtige Tür im Raum mit dem elektrischen Stuhl. Okay. Dokumente. Haben wir hier noch Interviewdokumente? Hier ist Paloma Hernandez mit einem Live-Bericht aus Jackman, Maine. Agent McPherson, haben Sie irgendwelche Hinweise? Kein Kommentar. Verschwinden Sie. Das ist die Tonspur von einem Bericht, den ich über den Ostküstenkiller gemacht habe. Okay. Ein neues Opfer des Ostküstenkillers wurde gefunden. Bei mir ist einer der leitenden Ermittler, James Hawker. Die Ermittlungen laufen wie geplant. Kein Kommentar. Okay, die blocken alle. Keiner will mit Heute, ihr reden. Heute, am 13. Januar, wurde der leblose Körper von Dolores Wilkins von der örtlichen Polizei am Ufer eines Sees entdeckt. Der Fund der Leiche bestätigt die Echtheit der Videofilme, die letzte Woche gezeigt wurden. Wir wissen jetzt, dass es den sogenannten Ostküstenkiller wirklich gibt. Okay. War das vorher etwa unklar? Wir brauchen was, um Licht zu machen. Hallo. Winken? Kann man nicht winken, okay. Hier ist noch ein Knopf. Oh nein. Ach, ernsthaft? Das Web hängt wieder fest. Wie mega nervig. Also ganz ehrlich. Hallo, beweg dich. Beweg dich? Vibe? Hallo? Hier? Hallo? Geh mal irgendwo hin. Mach mal was. Tu was für dein Geld. Tja. So viel dazu. Ich glaube, ich muss den Speicherstand nochmal neu laden.
unten, einfach weil die blöde Kuh sich hier schon wieder festgehängt hat. Da geht nichts mehr. Die reagiert auf nichts. Sie läuft nicht. Von daher, bis gleich nochmal. So, da sind wir nochmal zurück. Ich habe jetzt einfach nochmal den anderen Speicherstand genommen, falls der andere verbuggt sein sollte, wo wir nochmal wirklich von vornherein das ganze Bett ziehen müssen und machen müssen und ihr wisst ja. Das machen wir jetzt alles einfach nochmal kurz. Machen wir jetzt einfach nochmal kurz. Ich will doch nur das Bett verschieben. Oder kannst du das nicht, wenn eine Matratze drauf liegt, Vibe? So. Pompsa. Dann gehen wir hier oben ran, holen uns gleich erstmal das Gegengift. Vier Röhrchen mit Flüssigkeit. Ja, das haben wir. Hier unten steht, welches? Oh. Das Schild gibt anders diese Flasche. Ja, wissen wir nun. Wissen wir nun. Trennen. Kombinieren. Oh. Da ist schon wieder das... Oh. Verklickt er schon wieder das Schwarze. Da ist ein Weißes und zwei Farblose. Okay, wir nehmen wieder das Schwarze. Und sind geheilt. Ich fühle mich besser. Schön. Gut. Jetzt gehen wir mal hierher. Dann spielen wir halt einfach nochmal einen etwas weiteren Speicherstand. Einfach, wenn es dann wenigstens funktioniert, ist doch okay. Dann macht es doch nichts. Müssen wir alles zur Seite legen, um Platz für die Matratze zu haben. Dann legen wir uns auf den Boden und warten auf unsere Rettung, die wahrscheinlich niemals kommt. Toll, McPherson, toll. So, ach, das können wir noch nicht benutzen. Wir müssen uns erst angucken, damit wir wissen, da... Wenn ich über diese Scherben laufe, werde ich mich böse verletzen. Und jetzt verwenden wir die Matratze und legen sie hin. Bam. Cool. Dann nehmen wir wieder unser Handy mit raus. Ich denke mal, die Reagenzgläser brauchen wir nicht. Dann brauchten wir die Stange, um es aufzuhebeln unten für den Schlüssel, gell? Lass sie eigentlich in die Füße beißen. Die hat Angst reinzufassen, aber läuft da ganz gemütlich drüber. Naja. Ratten sind ja auch nicht schreckhaft. Nein, wenn die irgendwo dran sitzen, dann juckt sie den Scheißdreck, dann fressen die einfach. So. Bett wieder zurückschieben? Fragezeichen. Madame, möchtest du laufen? Man muss dich ja anscheinend echt fragen, ob du Lust hast. Sonst wird das irgendwie nichts. So. Dann. Achso, wir müssen uns erst wieder angucken. Manche Sachen funktionieren erst, wenn sie... Eine abgetrennte Hand. Oh mein Gott. Wenn sie es gesehen hat. Es klemmt. Ich brauche etwas, um es aufzuhebeln. Ja, und jetzt holen wir aus deiner Handtasche ein Metallrohr. Bam, badam. Komm schon. Ja. Eine Szene, die wir noch nie gesehen haben. Okay. Mein Sarkasmus, es tut mir leid. Ich bin einfach genervt, dass... Ich mag es nicht, wenn es einfach im Spiel sich eigentlich... Wenn man eigentlich vorankäme im Prinzip... aber dann alles irgendwie aufhängt wegen irgendeinem Fehler. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Eine Speicherkarte. Ja, komm, wir wissen's. Das ist ein Bericht aus deinen Interviews. Auch das wissen wir inzwischen. Was ist hier? Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Okay, bis jetzt können wir es nur angucken und sonst nichts damit machen. Kannst du laufen? Ja, du kannst laufen. So... Verschlossen. Dann schließen wir es doch mal auf und holen uns den Feuerlöscher. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Manchmal habe ich eine Wortfindungsstörung. Nimm das weg aus der Hand und nimm das hier in die Hand. Ich frage mich halt, wie wir das Halsband abkriegen sollen. Tja, das könnte auch noch spannend werden. Was ist hier? Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Und wir können ihn aber nicht benutzen, ne? Komisch. Tja, wenden wir das erstmal hier, damit wir an den Schlüssel rankommen? Auf keinen Fall werde ich meine Hand in dieses Ratten... Ja, verwenden wir das Teil, damit wir an den Schlüssel rankommen? Oh Mann, oh. Dass sich alles wiederholt, déjà vu. So. Schlüssel.
und ich möchte die Hand mitnehmen. Oh Gott, diese Hand muss einem seiner Opfer gehört haben. Wie schrecklich. Vielleicht hat er sich selbst die Hand abgehackt, damit es einfach dramatischer ist. So, hier konnten wir nichts machen, gell? Diese Schriftzüge, sollen sie mir helfen oder Angst einjagen? Help me? Wieso ich? Was? Irgendwas mit Tod. Ich glaube nicht, dass sie dir helfen sollen. Vermute ich jetzt einfach mal. Tja, können wir die Schüssel hier nehmen? Nee, können wir nicht. Können wir damit irgendwas machen? Das ist es nicht. Aber es geht anscheinend irgendwas damit. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ah ja, nur ein Versuch. Was ist das da? Ah, da ist ein kleiner Spiegel. Ich muss die Schnalle an diesem verdammten Halsband aufbekommen. Sechskantschlüssel? Offensichtlich nicht. Das kann nicht funktionieren. Moment, es klingelt an der Tür. So, wieder da. Wer weiß, was das war. Irgendwie doch keiner, aber die Hunde haben reagiert. Tja, hier müssen wir irgendwas reinstecken können. Frage ist was? Mit dem Schlüssel passt nirgendwo was. Und am Draht und so können wir nicht rumspielen. Es muss irgendwo hier in die feinen kleinen Löcher irgendwas reinpassen. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe es ja, damit wir das loswerden. Okay. Dann gehen wir mal an die Tür und versuchen, in den anderen Raum zu kommen. Ich überlege halt... Verschlossen. Kann man den nicht aufbrechen? Das hat sie ja das letzte Mal gesagt, dass sie es nicht kann, weil das Gift ihr die Kraft raubt. Jetzt müsste es ja dann damit gehen. Pam! Cool, und wir sparen uns nämlich damit den Schlüssel. Ich weiß noch nicht, warum wir das dann tun. Bravo, du hast es nach draußen geschafft. Yay! Machen wir weiter mit unserem Spiel. No. Dieses Mal musst du lediglich eine Tür öffnen. Aber zuerst musst du herausfinden, welche. Das hatten wir ja schon alles gehört. Ich springe daher mal die Wollen wir einmal sehen, ob du den Stuhl finden kannst? Den Konversationsteil, genau. So, dann bleibt die Tür hier also ganz offen stehen. Aus diesem Schrank kommt ein elektrisches Summen. Aber was hat es jetzt damit auf sich? Ich meine nicht, also vorne war halt die Tür zu und wir konnten aber trotzdem durchlaufen mit dem Schlüssel. Aber wir haben den Schlüssel dann so gesagt verloren gehabt. Und jetzt bleibt die Dieser Tür Sicherungskasten offen. Könnte mit einem elektrischen Schrank in einem anderen Raum verbunden sein. Das wissen wir ja nun. Ich frage mich halt jetzt, wozu dann der Schlüssel? Brauchen wir den für eine andere Tür dann? Hätten wir so oder so gar nicht weiterkommen können? Das finde ich echt ganz schön kompliziert gemacht, das Spiel. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle speichere ich kurz. So, sicher ist sicher. Man weiß ja nie, ob sich was festbackt. Gut. Dann müssten wir den jetzt erneut öffnen können. Ich hoffe, wir hängen nicht gleich wieder fest. Und es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wir können jetzt mit der Tür hier interagieren. Weil den haben wir vorhin doch auch schon gesehen gehabt. Was soll der bringen? Ist jetzt Licht da drin an, oder wie? Ja, Tatsache. Eine halb herausgeschraubte Glühbirne. Aber sie funktioniert. Dann nehmen wir die doch mal mit. Können wir die andere auch mitnehmen? Nö. Was hier? Nichts. Doch. Es surrt. Warum surrt das jetzt? Und jetzt können wir hier nichts mehr umschalten. Jetzt haben wir eine kleine Glühbirne, weiß aber nicht warum und wozu. Tja. Ich bin der Verwirrte. Ich denke, wir können erstmal ein paar Sachen wieder rauslegen. Zum Beispiel diesen mega fetten Pulverfeuerlöscher. Und das heben wir mal auf, aber wozu? Können wir die uns an den Hals stecken und dann leuchten wir?
wahrscheinlich nicht. Jetzt bleibt die Tür auch nicht mehr offen, ne? Komisch. Ich verstehe es nicht ganz. Was ist jetzt hier? Sie lässt sich nicht öffnen. Okay. Ein elektrischer Stuhl auf Schienen. Wie komfortabel. Neue Einsatzziele. Was? Lass dich brutzeln oder was? Nimm das Halsband ab. Das muss ja noch vorher irgendwie dann anscheinend gehen. Öffne den richtigen Knopf, schalte den elektrischen Stuhl ein. Und darauf sollen wir uns jetzt echt ernsthaft setzen? Ich weiß ja nicht. Oder sollen wir nur drehen? Was machen wir jetzt? Okay. Jetzt ist er an diesem Hebel dran. Setz dich doch nicht rein, Mädchen. Was tust du? Was? Gibt's hier noch eine Beschreibung dazu? 5 Volt, 50 Volt, 20 Volt. Und es steht gerade auf... Das rühre ich nicht an. Ich will doch nur gucken. Das rühre ich nicht an. Wir gucken doch nur... Das rühre ich nicht an. Das ist ja ausgeschalten anscheinend, okay? Das rühre ich nicht an. Ja, aber was machen wir dann damit? Huch. Was? Dora 216. Olivia 60. Joyce 33. Sind das Opfer gewesen? Janet 108. Paloma 129. Müssen wir also durch diese Tür durchgehen? Dann können wir doch jetzt wieder aufstehen. Anscheinend. Können wir aufstehen? Dann ist das hier unser... Das ist mein Vorname. Und die Nummer 129. Das ist mein Vorname. Ja, aber können wir damit auch was machen? Geht die jetzt auf, wenn wir sie gefunden haben? Verschlossen. Ich befürchte fast, es hat was mit der Elektronik zu tun. Müssen wir uns dann entsprechend viel Schaden anrichten? Ich meine, hier waren ja jetzt Zahlen. 50, 5, 20. Was war jetzt die 129? Das wäre ja dann... das einmal. Zweimal. Das wären dann 10, aber hier ist minus 1, das wären 9. Das sind 59... 109 und 129. Ich glaube, ich habe uns getötet. Langsam glaube ich, dass dir das Spaß macht. War das richtig? War das richtig oder? Hallo? Was ist jetzt? Können wir das jetzt öffnen? Verschlossen. Hä? Langsam glaube ich dir, dass es Spaß macht. Was? Verschlossen. Wir nehmen mal den Schlüssel. Den können wir hier nicht verwenden. Hä? Ich begreife es gerade nicht. Gucken noch mal rein. Der war auf 0. Ich dachte, der hängt hier auf minus 1. Aber der hängt jetzt auf minus 1. Das heißt, wir müssen es nochmal machen. Jetzt. Paloma, die liebe Paloma. Du hast den Schlüssel zur Freiheit gefunden. Oder so ähnlich. Du musst nur durch diese Tür treten.
Scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass wir das machen. Ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!